Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der 86. Deutsche Katholikentag in Berlin ist mit eindringlichen Appellen zu praktischer Nächstenliebe und zur Einheit der Kirche zu Ende gegangen. Die Christen hätten ungeachtet verschiedener Konfessionen eine gemeinsame Verantwortung. Rund 100.000 Menschen nahmen an der Schlusskundgebung im Olympiastadion teil. Jugendliche prägten das fünftägige Kirchentreffen. 70% der 100.000 Teilnehmer waren jünger als 25 Jahre. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ging an die Friedensnobelpreisträgerin Mutter Teresa. Auf der Abschlusskundgebung am Mittag sprachen Hans Mayer vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken und Kardinal Höffner. Heute versuchen manche, Gott gleichsam in der Nächstenliebe aufzulösen und an die Stelle des Betens vor Gott das Bedenken der weltlichen Welt zu setzen. Wer so denkt, zerstört die christliche Liebe in ihrem Wesenskern. Darum darf dieser Katholikentag auch nicht, wie uns der verstorbene Kardinal Bengsch gemahnt hat, nur ein schnell auflodernes und wieder rasch zusammensinkendes Strohfeuer sein. Dieser kostbare Augenblick muss mehr sein als ein Augenblick. Er soll in viele Augen, Ohren und Herzen dringen, im ganzen Bistum Berlin, dass Gottlob noch eine kirchliche Einheit ist über politische Grenzen hinweg. Und auch der neue Bischof des Bistums Berlin-Meißner forderte die Besucher auf, die Erfahrungen des Kirchentages weiterzutragen. Wieder um die Nase weht, dann greift nach der Rose von Berlin. Nächster Katholikentag 1982 in Düsseldorf. Am Vorabend des SPD-Parteitages in Essen hat der Parteivorsitzende Brandt die Sozialdemokraten davor gewarnt, zu glauben, dass das Rennen um den Wahlsieg am 5. Oktober schon gelaufen sei. Stimmungen, so sagte er vor dem Parteivorstand, seien noch keine Stimmen. Er halte es für realistisch, dass die SPD im Bundestag stärkste Fraktion werden könne. Eine absolute Mehrheit halte er aber für unrealistisch. Über Vorbereitung und Programm des Parteitages berichtet Werner Schaver. Von vielen Delegierten hörte man Zufriedenheit über die klare Entscheidung der FDP für eine Fortsetzung des sozialliberalen Bündnisses. Ansonsten aber gibt es 10 gute Gründe, meint die SPD, sie zu wählen. Grund Nummer 10 ist Helmut Schmidt. So steht's im sozialdemokratischen Wahlprogramm, das morgen und übermorgen in der Essener Grugerhalle diskutiert und verabschiedet werden soll. Heute tagte zur Vorbereitung des Wahlparteitages der Parteirat, das höchste Organ zwischen den Parteitagen. Der Kanzler schrieb noch an seiner Rede für morgen. 702 Anträge liegen vor. In der Sicherheitspolitik sollen Abrüstungsverhandlungen mit der Sowjetunion Vorrang haben vor der Nachrüstung der NATO mit nuklearen Mittelstreckenraketen. In der Innenpolitik fordern mehrere Anträge die schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche. Zweiter Beratungskomplex des Parteitages ist ein Programm zur Alterssicherung, ist das Thema Rente. Die SPD will mit ihrem Konzept der Gesamtversorgungsrente Männer und Frauen in der hinterbliebenen Versorgung gleichstellen. Und gerade im Ruhrgebiet durfte der Antrag des Parteivorstandes Beachtung finden, der vorsieht, langjährige Schichtarbeiter sollen vom 55. Lebensjahr an einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung bei vollem Lohnausgleich erhalten. Hauptthema des Parteitags werden voraussichtlich Friedenssicherung und Entspannung sein. Vermutlich auch der Schwerpunkt der Rede, die der Kanzler hier morgen Vormittag halten wird. Auch der EG-Finanzierungsbeschluss der vergangenen Woche, der ja eventuell eine Erhöhung der Steuern für Benzin und Schnaps bedeutet, wird hier eine große Rolle spielen. Da wird einiges an Widerspruch kommen. Die Entschlossenheit der Sozialdemokraten, die Finanzierung des EG-Agrarmarktes neu zu regeln, hat heute der stellvertretende Parteivorsitzende Wischnewski deutlich zum Ausdruck gebracht. Wesentliche Teile der europäischen Agrarpolitik, so sagte er im Deutschlandfunk, seien unter dem Gesichtspunkt der Seriosität nicht mehr zu verantworten. Der SPD-Vorstand beauftragte unterdessen die Wirtschaftskommission der Partei zu überlegen, wie die Ausgabenflut in der Gemeinschaft gebremst und wie die Lasten angemessener verteilt werden können. Darüber hinaus wollen sich Bundeskanzler Schmidt und die SPD-Regierungschefs aus den Bundesländern am Rande des Parteitages über eine gerechtere Lastenverteilung in der Bundesrepublik verständigen.
Die Ministerpräsidenten Rau, Nordrhein-Westfalen und Börner Hessen sollen Zugeständnisse signalisiert haben. Der baden-württembergische Ministerpräsident Späth ließ heute keinen Zweifel daran, dass die unionsregierten Länder die Alternative von Finanzminister Matthöfer, entweder der Bund werde entlastet oder Steuern für Benzin und Alkohol müssten erhöht werden, ablehnen würden. Die Bundesregierung, so sagte Späth im Südwestfunk, bedenke offensichtlich nicht mehr, dass man auch Ausgaben kürzen könne, statt Mehreinnahmen zu verlangen. Zugleich wies Späth darauf hin, dass Baden-Württemberg gegenwärtig 98% des Länderfinanzausgleiches trage und das nicht länger hinnehmen könne. Kongress der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr in Berlin. An der Eröffnungsveranstaltung nahmen heute neben Gewerkschaftsvertretern auch Politiker aus Bund und Ländern teil. Den Delegierten liegen rund 1200 Anträge vor. Im Mittelpunkt des einwöchigen Treffens stehen tarif- und sozialpolitische Fragen. In seiner Begrüßungsrede rief ÖTV-Chef Klunker zur Fortsetzung der Entspannungspolitik auf. Wir fordern deshalb alle Politiker auf, gerade in der jetzigen Zeit, jede Gesprächsmöglichkeit wahrzunehmen, um die Kontakte nicht abreißen zu lassen und die Entspannungspolitik zu verstärken. Wir beobachten mit großer Sorge, dass gegenwärtig kalte Krieger wieder aus ihren Schlupfwinkeln hervorkriechen und mit ihren verantwortungslosen Propagandareden die bestehenden Spannungen verstärken. Was gegenwärtig besonders Not tut, ist aber Besonnenheit und Sachlichkeit. Dies gilt für die Sicherung freiheitlicher Dialoge im Innern und das gilt bei außenpolitischen Gesprächen zur Krisenbewältigung. Der DGB-Vorsitzende Vetter rief in seiner Begrüßungsansprache die Arbeitnehmer auf, ihre Wahlentscheidung danach auszurichten, wer mehr Gewähr für Frieden und Sicherheit biete und für Mitbestimmung und den Ausbau des sozialen Netzes eintrete. Der CDU-Vorsitzende Kohl verlangte vor dem ÖTV-Kongress, an alle Parteien die gleichen Bewertungsmaßstäbe anzulegen. Bei der Erörterung der neuen vom DGB aufgestellten sogenannten Wahlprüfsteine müsse auch darüber gesprochen werden, was aus den Prüfsteinen der Bundestagswahl 1976 geworden sei. Innergewerkschaftliche Toleranz und Offenheit müsse sich nach außen auch in parteipolitischer Unabhängigkeit niederschlagen. Ein Computer im amerikanischen Luftverteidigungssystem hat vergangenen Dienstag und Freitag zwei Fehlalarme ausgelöst. Er warnte vor sowjetischen Raketenangriffen. Das US-Verteidigungsministerium erklärte heute, der Computer sei jetzt abgeschaltet. Aus Washington dazu Lothar Löwe. Zum dritten Mal innerhalb der letzten 7 Monate hat ein fehlerhaft funktionierender Warncomputer im US-Luftwaffenverteidigungszentrum Colorado Springs irrtümlich einen sowjetischen Raketenangriff auf die Vereinigten Staaten angezeigt. Bis zur Entdeckung des jüngsten Irrtums nach 3 Minuten waren weltweit vorsorglich die strategischen Bomberverbände, Atom-U-Boote und die Raketenbesatzungen der USA in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. Obwohl weder Bomber starteten, noch die Zündung von Interkontinentalraketen bevorstand, dauerte es weitere 20 Minuten, den falschen Alarm wieder aufzuheben. US-Verteidigungsminister Harold Braun erläuterte die Pannen so. Solche Probleme mit Computerpannen hat es vereinzelt bei Raketenprobeabschüssen schon seit Jahren gegeben und es wird sie auch weitergeben. Das Warnsystem funktioniert wie vorgesehen und wird von Mannschaften bedient, die dafür sorgen, dass wir unsere Entscheidungen nicht mit Computern treffen. Tatsächlich sind die Fail-Safe-Sicherungsvorkehrungen für amerikanische Atomwaffen so umfangreich, dass es nach Auffassung militärtechnischer Experten eine irrtümliche Atomwaffenauslösung bei den Amerikanern nicht geben kann. Im Falle eines sowjetischen Atomangriffes auf die Vereinigten Staaten steht dem amerikanischen Präsidenten eine Zeitspanne von genau 25 Minuten zur Verfügung, in der er seine Entscheidung über den amerikanischen Gegenschlag treffen muss. Bei dem letzten Fehlalarm wurde zwar die Kommandozentrale im Pentagon alarmiert und das Lagezentrum im Weißen Haus informiert, aber Präsident Carter wurde nicht verständigt. Immerhin war der Fehlalarm so dramatisch, dass ein Mitglied einer amerikanischen Bomberbesatzung erklärte, mein Gott, so viel Angst habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Die jugoslawische Regierung hat die Landeswährung um 30% abgewertet. Für eine deutsche Mark werden künftig 15,39 Dinar gezahlt. Gleichzeitig wurden 2/3 aller Preise auf dem gegenwärtigen Stand eingefroren.
Diese sechste Abwertung des Dinar in der Nachkriegszeit ist Teil eines umfassenden wirtschaftlichen Stabilisierungsprogramms. Jugoslawien hat gegenwärtig eine Inflationsrate von 26%. Außerdem ist in der Zahlungsbilanz ein Defizit von über 4 Milliarden Dinar entstanden. In Italien werden heute und morgen Regional-, Provinz- und Stadträte neu bestimmt. Fast 43 Millionen Wähler sind dazu aufgerufen, hier Staatspräsident Pertini. Trotz Wahlpflicht zeichnet sich schon jetzt eine nur geringe Beteiligung ab. Mit besonderem Interesse wird das Abschneiden der kommunistischen Partei Enrico Berlinguers beobachtet. Sie hatte bei den Gebietswahlen vor 5 Jahren kräftige Stimmengewinne und Siege in mehreren Regionen und Großstädten verbuchen können, war bei den späteren Parlamentswahlen aber wieder zurückgefallen. Das Wahlergebnis könnte auch Auswirkungen auf die jetzige Regierungskoalition in Rom aus Christdemokraten, Sozialisten und Republikanern haben. Im Wahlkampf hatten die Kommunisten dieses Bündnis scharf bekämpft. Im Alter von 88 Jahren starb in Kalifornien Henry Miller, einer der umstrittensten Schriftsteller dieses Jahrhunderts. Für viele gehören seine Romane schon heute zu den Klassikern, für andere sind sie nach wie vor Pornografie. Den Durchbruch schaffte Miller mit dem 1934 in Frankreich erschienenen Roman Wendekreis des Krebses. Die Aufgabe des Künstlers beschreibt er darin so: Er müsse bestehende Werte umstürzen und aus dem Chaos um ihn herum eine nur ihm selbst gehörende Ordnung machen. In Millers Heimat in den USA durfte dieser Roman, der sich über jede bürgerliche Moral hinwegsetzt, erst 30 Jahre später verlegt werden. Berühmt wurden auch Millers Wendekreis des Steinbocks, Weisheit des Herzens und die Trilogie Sexus, Plexus und Nexus. Die meisten seiner Romane sind auch ins Deutsche übersetzt worden. In Ost-Berlin ist nach langem schweren Leiden der DDR-Volkssänger und Schauspieler Ernst Busch im Alter von 80 Jahren gestorben. Busch ist besonders als Interpret von revolutionären Liedern der deutschen Arbeiterbewegung und als Schauspieler in Dramen von Brecht in Erscheinung getreten. Er gehörte dem Deutschen Theater in Ost-Berlin und seit 1950 dem Berliner Ensemble an. Darüber hinaus wirkte er als Charakterdarsteller in zahlreichen sozialkritischen Filmen, wie beispielsweise Coole Wampe und Goya mit. In Freiburg haben in der vergangenen Nacht mehr als 1000 Polizisten die Besetzung von 5 abbruchreifen Häusern beendet. Die Unterkünfte in der Innenstadt waren seit Jahren vor allem von Studenten bewohnt. Etwa 400 Demonstranten hatten aus Tischen, Bänken und Hausrat mehrere Barrikaden errichtet. Sie wurden angezündet, als der Polizeieinsatz begann. Bei der Räumungsaktion wurden 10 Personen verletzt. Die Hausbesetzer hatten den geplanten Abbruch der Gebäude wiederholt als Vernichtung von stadtnahem, billigen Wohnraum verurteilt. Der Aufruf der Umwelt- und Naturschutzverbände sowie des Bundesinnenministeriums zu einem freiwilligen, autofreien Sonntag hat heute nur ein sehr schwaches Echo gefunden. Mehr Radfahrer als sonst, aber so viel Autos wie normal. So zeigte sich überall in der Bundesrepublik der autofreie Sonntag, zu dem Umweltschützer und der Bundesinnenminister aufgerufen hatten. Radfahrerdemonstrationen verliefen im Allgemeinen im friedlichen Miteinander mit den Vierrädrigen. Nur gelegentlich gab es kleine Rangeleien. Von Autobahnen und Landstraßen meldet die Polizei durchweg normalen Ausflugsverkehr, der teilweise durch unfreundliches Wetter gebremst wurde. Bayern hatte zusätzlich Rückreiseverkehr von Fronleichnams- und Pfingsturlaubern. Ebenso wie in Düsseldorf demonstrierten in zahlreichen anderen Städten auch heute wieder Radfahrer für umweltfreundliche Verkehrspolitik und den Bau von Radwegen. In Berlin war der Kurfürstendamm für den Umweltmarkt gesperrt, an dem sich über 100 Organisationen beteiligten. Die übrigen Straßen waren zusätzlich durch den Abreiseverkehr vom Katholikentag belastet. Die Berliner Radfahrer machten eine Sternfahrt durch den Tiergarten zum Reichstagsgebäude. Das Kernkraftwerk Biblis in Hessen war Ziel von 200 radelnden Demonstranten, die für die Kernkraft als umweltfreundliche Energie sind. Eine Bürgerinitiative für gesicherte Energieversorgung fordert, dass ein Kompaktlager für abgebrannte Kernstäbe eingerichtet und der volle Betrieb des Kraftwerks damit gesichert wird. Bilder von den Ostseebädern zeigen, dass für die meisten Bundesbürger der Ausflug an die See ohne Auto kaum vorstellbar, für viele auch nicht möglich ist, wie unser Reporter erfuhr. Ich bin mit dem Auto eben gekommen, obwohl heute autofreier Sonntag sein sollte. Ja, mit Kindern ist es schwierig, was anderes zu machen. Denn die haben es auch nötig, sind erkältet, müssen an der See sein. Der Arzt hat Seeluft empfohlen und aus dem Grunde sind wir mit dem Auto gefahren. Weil es mir bequemer ist
Und weil es schlechtes Wetter ist und weil wir uns das vorgenommen hatten. Irgendwie bin ich der Meinung, dass die Industrie zuerst bis zum Beispiel vorangehen muss. Und solange die das nicht nötig haben, sehe ich das auch irgendwie nicht ein. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 9. Juni. Das Satellitenfoto zeigt im Osten noch starke Bewölkung. Sie gehört zu einem atlantischen Tiefausläufer, der sich weiter ostwärts verlagert. Deutschland verbleibt auf seiner Rückseite im Bereich geringer Luftdruckgegensätze in eingeflossener Meeresluft. Die Vorhersage für morgen: Nach Auflösung örtlicher Frühnebelfelder, wolkig mit Aufheiterungen und besonders im Norden und Nordosten einzelne Schauer, zum Teil gewittrig. Tiefsttemperaturen um 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 19 bis 24 Grad. Meist schwacher, in Schauernähe auch böiger Wind, vorherrschend aus westlichen Richtungen.